Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Blau. Im letzten Part haben wir, sind wir hier im Pokémon-Haus aufgehört. Und gehen nun weiter. Ja, wir haben das jetzt mal auch hier einen rechten Weg genommen, aber wir müssen den linken nehmen. Weil so kommen wir gar nicht da unten. Zu diesem Typen auch. Da unten. Auch um den geht's hier nicht, sondern müssen wir jetzt hier in den Keller. Und ein Slimer. Zur Rüstung. Hallo Slimer. Hallo. Ja, hallo. Ich habe alle Pokémon auf Level 49 trainiert, sogar Kikli. Ne? Mit meinen definitiv nicht geklonten Sonderbonbons. Stimmt, ich sollte wieder Schutz an alter Slimer. Ich bin Slimer gescheit. Alter, Level 40. Gut, dass ich ein paar Level mit Kikli zum Beispiel trainiert habe. Nebenbei, ich glaube, die nächsten zwei Rennen wird Tod doch sehr viel Spaß haben. Ne? Ja, stimmt, ich habe Topschutz und Hypertränke gekauft. Die habe ich nicht geklont. Die kaufe ich mir lieber. Das wäre ein bisschen zu lame. Ja, nur Hyperbälle und Sonderbonbons, weil ich keinen Bock habe zu trainieren, ehrlich gesagt. Ja, wir suchen nicht hier jetzt. Ach, da kann keine Items mehr tragen. Ja, aber darum geht es jetzt hier in diesem Part nicht, sondern wir wollen endlich in die siebte Arena und uns den Orden bei Pyro holen. So. Oh, stimmt, hier ist eine richtig interessante Trainerklasse, und zwar Dieb, oder? Ist das so ein Dieb? Wo bin ich hier gelandet? Ist das ein Dieb? Nehmen wir an, das, ja, die haben eine Besonderheit, ne? In Gen 1 und 2 scheint, dass die diese nicht mehr haben, die neueren Gens. Und zwar werden die Pokébälle auf die Pokémon des Trainers. Ich meine, mein Bett hier immer wieder, aber das ist schon cool. Ich weiß nicht, warum ich auf Kikli gehe, aber hey, ich gehe auf Kikli. Bodycheck. Nebenbei, ich habe noch nie gesehen, dass der auch wirklich einen Pokéball geworfen hat. Ich habe das nur in so Fakt-Videos gesehen, aber. Ja. Ja, aber Tumpik hat jetzt zwar noch nicht die richtig krasse Stärke, sondern nur 9. Stärke, aber hey, es reicht aus. Nebenbei in der Stelle noch die Spezialattacke für Kikli. Nebenbei, ich muss jetzt mal nachgucken, ob man den Ball jetzt noch sieht auf dem. Auf der Kamera. Ich bin gerade aus der Sinn umgestoßen habe. Aber ja, man sieht alles, obwohl. Also. No Ponita. Moment, warum ist der Surfer nicht sortiert? Ja, machen wir mal Akku knallen, reicht die aus. Das Leben und Ponita 15 Level niedriger. Krass. Ich finde es interessant, dass man keinen Superschutz oder. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man weder Supertränke noch Superschutz kaufen kann im Spiel. Keine Ahnung, ich hatte jetzt sehr lange Zeit nur Tränke und normaler Schutz. Versteckter Schalter. Schalter drücken? Ja. Der würde es nicht tun. Die erste Gin ist schon besonders. Nein, hier komme ich nicht mehr rauf. Ah, hier kann ich raus. Bisschen unnötig gemacht, aber hey. Ich bin froh, dass jetzt der Schutz nicht alle 2 Sekunden ausläuft. Das war die Hölle im letzten Part. Immer an, hier kann ich mich heilen. Nein. Dann konnte ich auch den anderen nicht. Ja. Und hier der Türöffner. Nein, hier was. Hilft nicht. Das Rätsel war hier, glaube ich, richtig seltsam, oder? Ich glaube, hier werde ich jetzt eingesperrt, oder? Und was steckt der Schalter? Schalter drücken? Ja, wer würde es nicht tun?
Ah ne, hier komme ich trotzdem wieder, okay. Ich hab, okay, auf jeden Fall geht da hinten jetzt weiter. Der Schutz wirkt nicht mehr. Nebenbei, ich werf die mal weg, die Pokebälle. Pokebälle wegwerfen. So, Top-Tank hat einer, Schutz habe ich neun, Sonderbonbons habe ich 100 Milliarden. Ja, wir haben die Meisterbälle, ja, hier auch. Ja. So, was haben wir hier? Ist das der Türöffner? Ne, TM22. Okay, und was ist TM22? Der aktiviert die enthält Solarstrahl. P. Solarstrahl kann ich nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. Oder kann es irgendwer lernen? Was ist hier scheiße mit dem Solarstrahl. Wait. Nudelhof kann das? Naja. Eigentlich ein Grund, das Ding zu benutzen. Ja. Ich habe mich ehrlich gesagt, warum ich das Ding ins Team genommen habe. Soll eine andere Attacke zugunsten von Solarstrahl vergessen werden? Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Wir haben hier mega viel. Gesang, ehrlich gesagt. Ja. Da habe ich genießt. Und diese Scheiße wird genervt. Ja. Habe ich wieder Platz für den Türöffner. Ich glaube, hier in der Sinnoh-Weizer bekommt man auch, glaube ich, irgendwo Hydro-Punkte, oder? Rot findet den Fragezeichenöffner. Da glaube ich, ist der Türöffner. Kann ich ja mein, wo ist der? Ich habe doch jetzt einen gekauft, oder? Wo zum Teufel ist der? Ja. Also ich habe eigentlich einen Fluchtseil gekauft. What the fuck, wo ist der? Ich habe dir extra einen gekauft. Weil kann ich jetzt hier unten auch direkt raus? Nee. Da bin ich auf, dieser Fans war das, glaube ich, gelesen, dass hier, jetzt hier das Rätsel schon ein bisschen kompliziert wird. Und deswegen ich mir eigentlich ein Flugzeug gekauft habe, damit wir hier rauskommen. Ja. Meine, von hier aus komme ich ja offensichtlich nicht mit. Ah, okay, ich verstehe schon, ja. Eigentlich ist das relativ easy. Ich muss jetzt den Schalter dort unten nochmal drücken beim Dieb. Ja. Eigentlich ganz easy. Gibt es da hinten eigentlich noch was? Ja, ein Item. Das ich eh nicht tragen kann. Nebenbei gibt es noch irgendwas VM, die wir noch nicht haben. Ich glaub's nicht. Naja, auf dieser Fett stand eigentlich, dass hier jetzt ein richtig kompliziertes Rätsel ist, das kniffliger ist, aber ganz ehrlich, das ist easy. Und der Schallschutz wird nicht mehr. Ich benutze jetzt den Schall normalen. Ja, und war klar, dass wieder ein Auto von Wi-Fi hat. So. Ich glaube, hier geht's raus jetzt, ja. Geben wir die Pokémon mal heil. Ich mach mal Totok da vorne, ne? Ja. Hast das Flugzeug nicht gebraucht? Ja, auf dieser Feld stand halt, das ist doch ein kniffligeres Rätsel, aber hey. Das war ja easy.
Dann werden die Pokémon mal sich wieder verteilen, bitte. So, danke. Dein Pokémon wird wieder topfit. Jetzt fällt wieder vorbei. Der Schutz wirklich mehr ist egal. Im Fragezeichen öffnen, kommen wir hier rein. Hier müssen wir jetzt Fragen beantworten. No? Erste Frage. Kommen dein Pokémon Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Von einem öffnet sich die Tür. Ja. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon bei Pyro. Lass uns beginnen. Ich will jetzt nicht drauf, wie du Smetbo. Eigentlich schneide, aber ich glaube, die Antwort ist ja, ne? Ganz ehrlich, weil ich keinen Bock auf diese lange Technik, oder? Ich überlege gerade, ob ich die Trainer doch machen sollte. Ja. Ja, Fresse. Ich weiß es. Mensch, sind die Texte lang gezogen. Ja, das müsst ihr jetzt jedes Mal wiederholen. Ich weiß, dass ich dafür da bei Pyro bin. Lass uns beginnen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Nein, es gibt 8. In Gold und Silber 16 sogar. Aber 9 gibt es nicht. Ich glaube, selbst auf der Orange-Insel im Anime gibt es nur 5. Und keine 9. Also sind es 8. Ja, Oh Mensch, wie viele Textboxen man da braucht. Entwickelt sich die Schwabster 3-mal? Nein, es entwickelt sich 2-mal. Es gibt kein Pokémon, das sich 3-mal entwickelt. Jedes entwickelt sich maximal 2-mal. Obwohl, naja, man könnte jetzt in Let's Go Pikachu und Let's Go Evo die ändern, wenn man jetzt wirklich schon im Goku-Schuh.